Grüß Gott, liebe Podcast-Besucher. Ich bin heute hier im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages und von hier soll sich heute mein Podcast mit dem Thema Mietpreisbremsen befassen. Im Wahlkampf reden viele Parteien über das Thema Mietpreisexplosion. Dazu muss man wissen, dass es tatsächlich Mietpreissteigerungen gibt, auch in großem Maße, aber das ist glücklicherweise kein flächendeckendes Phänomen. Wir haben keine flächendeckende Mietpreisexplosion in Deutschland. Das Thema Mietpreissteigerungen ist ein Thema vor allem der Universitätsstädte und einiger Großstädte. Das muss man zunächst einmal wissen. Zunächst muss man unterscheiden zwischen einer Mietpreisdeckelung bei Bestandsmieten. Es ist völlig klar, dass ein Vermieter nicht einen Mieter mit einem Angebot einer billigen Miete in die Wohnung locken kann. Wenn dann der Mieter drin ist, dann erhöht er kräftig die Miete. Das ist völlig klar. Bei bestehenden Mietverträgen gibt es eine Art Vertrauensschutz. Was aber ist, wenn jemand eine Wohnung neu vermieten will? Es ist zunächst mal sein Eigentum und da ist die Frage, wie kann man einen Eigentümer eigentlich daran hindern, zu versuchen, die beste Miete zu erzielen? Das ist recht schwierig und es ist vor allem auch ein ökonomisches Problem, denn die Renditen auf Mietobjekte sind ohnehin nicht besonders hoch und deswegen muss man schon darauf achten, dass ein Vermieter auch seine Anschaffungskosten für die Anschaffung eines Mietobjektes wieder refinanzieren kann.